Ein steinerner Koloss auf einem Hügel im Süden Italiens. Nähert man sich dem Bau, wird seine seltsame Konstruktion deutlich. Ein Oktagon, errichtet vom Staufer Friedrich II. Octo, das bedeutet acht. Der Kaiser ließ eine der schönsten Burgen des Mittelalters bauen. Alles ist achteckig. Der Grundriss mit seinen acht Türmen, die wiederum acht Ecken haben. In jeder Etage gibt es acht Säle, verbunden wie in einem Labyrinth. Acht Außenfenster lassen Licht herein. Die Krone Apuliens wird der Bau genannt. Über seinen Zweck aber streiten Wissenschaftler bis heute. Das Castel del Monte. Majestätisch überragt es die Ebene bis zum Adriatischen Meer. Mathematisch ist das Achteck eine Übergangsform zwischen dem Quadrat und dem Kreis. Symbolisch der Übergang zwischen irdischer und himmlischer Welt. Das Oktogon stand eigentlich für Vollkommenheit, aber auch für einen imperialen Herrschaftsanspruch. Und es gibt ja ganz bedeutende Bauwerke, die ebenfalls diesen achteckigen Grundriss aufweisen, die Friedrich ja auch aus eigener Anschauung kannte. In der achteckigen Pfalzkapelle zu Aachen wurde Friedrich II. Zum römisch-deutschen König gekrönt. 1225, nach seinem Kreuzzug nach Jerusalem, auf dem er den achteckigen Felsendom sah, kam der Titel König von Jerusalem hinzu. Im Verlauf der Jahrhunderte wurden Castel del Monte viele Funktionen zugeschrieben. Lustschloss, kultisches Labyrinth, Depot für den Heiligen Gral. Die Fantasie der Forscher scheint keine Grenzen zu kennen. So sahen italienische Kunsthistoriker sogar eine Verbindung nach Ägypten zu den Pyramiden, die der hochgelehrte Friedrich ebenfalls kannte. Die Maßeinheit für die Burg sei die ägyptische Elle gewesen. Und ihr Umfang entspräche ziemlich genau der Seitenlänge der Cheops-Pyramide. Solche Zahlenübereinstimmungen findet man immer, wenn man nur genügend Variationen durchspielt. Aber schauen wir uns doch einmal die tatsächlichen Verhältnisse am Castel del Monte an. Denn offenbar ist das, was wir heute sehen, nicht die ganze Geschichte. Der Trierer Historiker Lukas Clemens untersucht die Chronik des Domenico de Gardina. Dieser berichtet 1349, dass ein Häftling über eine äußere Mauer geflohen sei. Das kompakte Castel del Monte hat aber nichts, was man als solche bezeichnen könnte. Das sind nun wichtige topografische Hinweise auf die enorme Größe dieses gesamten militärischen Komplexes, der eben nicht nur den Kernbereich unser heutiges Castel del Monte umfasst, sondern wesentlich umfangreich dann auch Außenanlagen, Hofkomplexe und äußere Befestigungsmauern nennt. Damit wäre Castel del Monte eine Festung gewesen. Doch gefunden hat man bisher keine Spuren der größeren Anlage. Allerdings wurde hier auch noch nie archäologisch gegraben. Die doppelt achteckige Bauform bleibt hochgradig symbolisch. Die liegende Acht, die kennen wir alle aus dem Mathematikunterricht, als Zeichen für die Unendlichkeit. Im schwäbischen Kirchheim unter Teck haben Gymnasiasten versucht zu entschlüsseln, was diese Bauform noch bedeuten könnte. Auf einem Parkplatz kleben die Schüler eins zu eins den Grundriss von Castel del Monte auf, um den Bau mit Sternenkonstellationen vergleichen zu können. Das verblüffende Ergebnis? Castel del Monte ist wohl das steinerne Abbild einer ganz besonderen Planeten-Sonne-Mond-Konstellation. Und zwar genau der, die am 26. Dezember 1241 eintrat, dem 47. Geburtstag des Kaisers. Friedrich beschäftigte sich intensiv mit Mathematik und Astronomie. Das fragliche Datum war, wie bei vielen wichtigen Bauten, höchstwahrscheinlich bereits Jahre vorher als Tag der Schlussweihe des Baus berechnet worden. Die Gestirne, das wussten die Astronomen, würden an jenem Tag sechs Punkte eines regelmäßigen Achtecks bilden. Die beiden fehlenden Stellen, so vermuten die Schüler,
ordneten sie dem Aszendent und dem Glückspunkt aus der arabischen Astrologie zu. Damit war das Achteck perfekt. Da sage noch einer, Mathematikunterricht ist verschwendete Zeit. Diese Lösung des Rätsels ist auf jeden Fall rechnerisch richtig. Die Astronomie ist seit den ersten Hochkulturen eine hoch angesehene Kunst. Im ägyptischen Abu Simbel, im Tempel des Pharaos Ramses II., gibt es eine Konstellation, dass die Sonne nur an seinem Geburtstag und Krönungstag ins Allerheiligste scheint. Das bestärkt die Lösung der Gymnasiasten, ist aber noch kein Beweis.